Yeah, ich bin so gut. Oh yeah, ich bin so gut. Willkommen zurück zu Mount & Blade Revenant. Beim letzten Mal haben wir ja das Wadi-Reich mehr oder weniger platt gemacht. Wir warten immer noch auf die letzte Nachricht. Hallo Graf Belier. Graf Belier mag mich nicht. Das ist ja eigentlich nur der Fürst, ne? Na ja, gut, wenn der mich eh hasst, dann mache ich den platt. Gegen ihre Null kämpfen können, haben wir direkt gewonnen, oder was? Wo ist denn der Graf? Ich würde ihn gern persönlich platt machen. Graf! Ach, das war's. Es gab keine Schlacht, es gab nichts. Wunderbar. Oh Mann. Bevölkerung ist feindlich. Ach Gott. Soll nicht so sein, Mensch. Nummer, hier kriegen wir leider nichts. Da hinten ist geplündert. Reiten wir mal nach dort. Ach nee, wir haben sowieso schon wieder unsere Dingenses voll. Ja, sollen sie es ruhig machen, solange sie noch können. Die sind sowieso so gut wie besiegt. Hallo, Bravin. Garnison. Ritter, Mameluke, Fußsoldat, Waffenknecht, Armbrustschützen, Armbrustschützen. So, pass mal auf hier. Den Mamelucken könnt ihr haben. Den Scharfschützen genauso und die beiden Ritter gebe ich auch ab. Soweit so gut, oder? Naja, 64 Mann. Reicht erstmal. Das ist alles verfault. Das kann also weg. Dann kaufen wir uns Dinge, die nicht so schnell verfaulen. Keine neuen Waffen für Peter. Nee, keine neuen Waffen. Keine neuen Rüstungen. Verlassen. Reiten wir mal flugs rüber nach Uxkal. Wir haben ja ein bisschen was jetzt zu verteilen. Ich habe gesagt, ihr sollt flugs nach Uxkal reiten. Nicht hier mitten in der Walachei stehen bleiben. Ach, apropos Geld. Wir können ja jetzt auch in Bravin das letzte Gewerbe kaufen, das wir noch kaufen müssen. Ach ja, ist das schön. Es geht gut voran. So, jetzt kriege ich gleich erstmal bei einigen Fürsten wieder ein bisschen Beliebtheit. Bei einigen weg. Fief Angraf. Lagus. Auf 7 gestiegen, 12 angestiegen, 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 verschlechtert zu 33. Rocherbart mag mich nicht. Mensch, Rocherbart. Kulum an Rocherbart, wo haben wir ihn? Da. 16 verschlechtert, Beranz will auch wieder irgendwas. Ich will erstmal jemandem was geben, der noch nichts hat. Hier unten, zack. Beranz. Bravin, Veluka und Bariche gehört mir. Die kriegt er nicht. Gut, okay, was soll's. Mich kann halt nicht jeder leiden. Solange mich nicht jeder verabscheut, ist mir das recht. Solange noch genug Leute kommen, um Kriege gewinnen zu können, ist mir das recht. Solange mich keiner verrät, ist mir das recht. Da 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 dam, da da dam. La 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 la. La 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 la. Na na na, Armbrustschütze. Armbrustschütze. So. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Und wieder rüber zu Braven. Wo bleibt denn jetzt eigentlich die lang erwartete Nachricht hier von wegen Swadien ist tot? Ich warte da doch schon drauf. Da gehen wir halt eben erstmal durch die Straßen und kaufen uns das letzte Gewerbe. Ach, ist das schön. Dann haben wir in jeder Stadt Kalradias ein Gewerbe stehen. Ist die Frage, wo sitzt denn der Humpelbumpel hier? Geh mal weg. Ich versuche hier durch die Straße zu reiten und was machst du? Du stehst mir im Weg. Es ist immer dasselbe mit diesen elenden Gewürmen. Passantenpack! Verschwindet, geht in eure Häuser. Habt ihr nichts zu tun, außer hier den ganzen Tag rumzuspazieren und euren Fürst zu ärgern. Guten Tag. Produktionsgewerbe. Natürlich hier. Da. Und das war's auch schon. Wir haben sämtliche Gewerbe. Wunderbar.
So, wo reiten wir denn jetzt hin? Ich sehe mich mal bei Firth um. Oder Firth, wie ich es gerne nenne. Belia hat dem Königreich Svadien die Treue aufgekündigt. Tja, ja, Svadien. Fertigkeiten. Stärke. Wundbehandlung machen wir mal. Oh, wieder so viel zu befördern. Da können wir doch noch nicht weiter reiten. Das will ich erstmal einlagern noch. Bis hier die ganzen Fresser hier loswerden. Wo ist denn meine Stadt? Da hinten. Ja, Fraktion eliminiert. Königreich Svadien ist nicht mehr. Und somit gibt es jetzt nur noch eine einzige feindliche Fraktion. Nämlich den Nurnen. Und ich schätze, der wird nicht lange auf Krieg warten. Ich denke, bald schon wird es hier heiß hergehen. Aber ich habe vorgesorgt. Ich habe viele Fürsten. Uxkal quillt über vor guten Truppen. Wir tun, was wir können. Neue Beförderungen mal wieder. La, 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 la. La, 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 la. Und jetzt haben die auch einen echten Grund, uns anzugreifen. Wir sind nicht nur das einzige Reich, sondern haben auch eine Stadt, die früher mal dem gehört hat, ne? Marktplatz Warenhändler. Ich brauche sehr viel Nahrung. Was habe ich denn hier noch? Weg damit. Immer dieses Bücherpack. Wisst ihr, worauf ich jetzt Lust habe? Mal zum Übungsplatz zu reiten. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade spontan einfach mal Lust auf so eine tolle Reitübung. Wo haben wir denn? Reitübung, Einhandwaffe. Los geht's. Da habe ich jetzt so Lust drauf. Ich weiß nicht warum. Ganz spontan. Da ist schon das erste Mannequin. Hallo Leute. Seht zu, meine Reiter. Und lernt. Ah, verfehlt. Getroffen. Ah, wie ich diese Schläge hasse. Ich schlag lieber so. Aber auch damit kann ich nicht treffen. Weg da. Ah, voll drüber gehauen. Getroffen. Na, das war schon zu weit weg für meine Waffe. Ah, weg. Ich mach dich platt, du blödes. Also ich schlag lieber von rechts, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wieso reite ich jetzt im Kreis? Ah, jetzt muss ich so schlagen. Aber ich habe auch getroffen. Ja, ich treffe ja doch so einiges. Also ist da bestimmt auch ein bisschen Erfahrung für meine Leute drin. La 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 la. Noch zwei weniger. Weg damit. Weg. Weg. Ah, verdammt. Jetzt geht's bergauf. Da ist mein Pferd langsamer. Oh, schon vorbei. Die Übung verlief sehr gut. Ihr gewannt 37 an Erfahrung. 41 swadische Waffenknechte gewannen 611 Erfahrung. Uiuiui. Da ist ja einiges jetzt an Erfahrung gewesen, ne? Ich weiß gar nicht so recht, was wir jetzt tun sollen. Wir können im Prinzip im Moment nur abwarten und das Beste hoffen. Wir reiten zurück nach Braven im Schnellritt. Und werden es ausrüsten mit den uns bestbekanntesten Leuten. Unsere Männer werden die Stadt lange und gut halten können.
Gibt's noch was? Nö. Auf nach Praven. Geben. 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 Ansonsten behalte ich hier alles, ne? Landsknecht, Kavallerie. Na gut, sind Elite-Truppen, Söldner hin oder her. Elite ist Elite. Und jetzt haben wir auch schon 80 Mann drin, ist doch schön. Na, wir bleiben trotzdem mal hier. Und warten eine Weile. Oh, der Norden, das werden lange Kriege und ich denke, wir werden wohl mindestens 3 Kriege brauchen. Blitzkrieg hin oder her, meine Truppen brauchen auch irgendwann einfach mal ein bisschen Ruhe, um zu entspannen. Und hier ist so viel, dass wir einnehmen müssen. Das werden lange Kriege. Aber es werden die letzten Kriege sein. Langsam, aber sicher nähern wir uns also dem Ende. Aber keine Angst, selbst wenn Mount & Blade vorbei ist, wird es nicht von meinem Kanal verschwinden. Denn es gibt noch andere Mount & Blade-Teile. Und irgendwann habe ich auch vor, dieses Mount & Blade Verbund noch einmal zu spielen. Allerdings dann... Warum ist hier Pause? Allerdings habe ich da Pläne für eine besonders schwere Variante. Nämlich, dass ich alles so einstelle, dass jeder Mann von mir gleichen Schaden bekommt, dass ich gleichen Schaden bekomme wie jeder normale Soldat auch. Also alles komplett auf schwer gestellt. Das wird dann ein sehr langes und oft auch deprimierendes Spielverläuflein sein, sage ich mal. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dieser Idee haltet. Aber das wird dann erst was sein, wenn wir mit With Fire and Sword fertig sind, denke ich mal. Denn das habe ich vor noch zu machen. Und da ich da nicht sehr viel Erfahrung habe, wird das auch eine ganze Ecke lang dauern, denke ich. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles gebacken. Waffenknechte, hier haben wir noch Zeug. Hier kannst du alles haben. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Die Nordveteranen hier, die wollen ja auch gar nicht mal hier fertig werden, ne? Ich warte mir hier völlig sinnlos einen Ast und nichts geschieht. Dam, dam, da, da, dam. La, 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 la. Dam, da, dam, da, dam, dam. Viele Ritter und Scharfschützen. Hier habe ich schon wieder 38 Ritter, 28 Scharfschützen. Sieht doch schön aus. Wie viel haben wir insgesamt jetzt hier? 88 Mann. Fressen aber auch viel, dieses Pack. Ich schau mal eben in die Schenke, ob es da ein paar anständige Söldner gibt. Landsknecht Kavallerie, perfekt. Können wir auch sofort einlagern. Dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da, dam, da, da, dam, da, dam. Kingdom fails to respawn. Peterson, du die Königreich auf Nutzprovokation. Ach so, die haben mich mal wieder ein bisschen provoziert, ja? Ja, was soll ich machen? Ich kann dir doch jetzt nicht den Krieg erklären. Meine Fürsten sollen sich erstmal ein bisschen erholen, ist das klar? Wie schaut's denn hier aus? Vegier-Ritter 28, wie sieht's mit meinen Rittern aus? 203, das ist natürlich schön. Dem Elite-Schwertkämpfer, ich nehme euch mit. Pack euch mal, obwohl, nee, ihr kommt in eine ganz andere Garnison. Ihr kommt alle nach Praven. Da steuere ich jetzt auch nochmal Suno an. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar. Schenke. Die ganzen Turniere interessieren mich alle gar nicht mehr. Ich habe so viel Knete, dass es mir zu den Ohren wieder rauskommt. Die ganzen Söldner hier packe ich alle mit rein. Garnison. Landsknecht Armbrustschützen. Die Schwertkämpfer. Dam, da, da. Wartet hier eine Weile. Boah, wir haben echt alles platt gemacht, was nicht Norden ist. Und der Norden wird noch folgen. Den Norden werden wir noch platt machen. Angestiegen, angestiegen, angestiegen. Das ist schön. Steigt mal alle an. Jetzt geht's los. Königreich von Nord hat Krieg gegen Lord Peters Imperium ausgerufen. Oh Gott, Leute, auf diesen Moment habe ich gewartet. Mit Furcht, seit wir angefangen haben, das Imperium zu gründen.
Ich habe viele starke Leute in Uxkal. Was jetzt für mich besonders wichtig ist, ist erstmal einiges einzunehmen und wenn möglich den Nurn auf offenem Felde mit meiner Kavallerie zu treffen. Deshalb werde ich im nächsten Part sofort nach Uxkal reiten. Meine ganzen Rekruten und so weiter, die lagere ich alle hier noch ein. Dort werde ich mir dann erstmal nur ausnahmslos Ritter holen. Meine Verbündeten haben auch Schützen. Ich will meine Ritter um mich haben. Wenn es nämlich zu einer offenen Schlacht auf dem Feld kommt, will ich einfach mit meinen Rittern unterwegs sein. Das wird ein langer und harter Krieg werden. Vor allem jetzt, da unsere Fürsten noch ganz leicht geschwächt sind vom Krieg zuvor. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir siegen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wünscht mir und dem Imperium Glück. Euer Lord Peter.